Hallöchen und willkommen zurück. Nach der dunklen Bruderschaft machen wir jetzt weiter mit der Hauptquest. Ja, ich habe wieder etwas offscreen gearbeitet, deswegen stehe ich nicht mehr dort, wo ich das letzte Mal gestanden habe, nämlich in der dunklen Bruderschaft in Jadin Hall. Ich habe nur mein Inventar ausgeleert, verkauft und im Haus abgelegt. Und jetzt sind wir wieder beim Wolkenherrscher-Tempel. Krümel, warte hier auf mich. Ja, wir müssen zu Joffrey mit ihm sprechen. Wir haben ihn ja das letzte Mal, als wir die Hauptquest gemacht haben, hier abgelegt, will ich schon sagen. Nein, wir haben ihn hier weggebracht, in die Sicherheit der Klingen. Diese Gruppierung heißt hier so. Und jetzt werden wir wieder mit ihm sprechen und weiter uns beraten lassen. Und zwar, wie wir das Amulett der Könige wieder zurückbekommen können. Denn dieses Amulett der Könige muss immer der König tragen oder der Nachfolger des Königs, sprich Martin, der Sohn des Königs, damit die Oblivion-Tore nicht weiter aufgerissen werden und damit man die Verwüstung weiter eindämmen kann. So, genug zu der kleinen Wiederholung. Reden wir jetzt mit Joffrey. Es tut gut, wieder hier zu sein. Ich bekomme schon wieder mehr Mut, wenn ich nur wieder durch diese historischen Hallen gehe. Wir werden siegen. Wir müssen siegen. Ja, und dank mir werden wir auch siegen. Amulett der Könige, was hast du mir zu sagen? Das stimmt. Wir müssen versuchen, das Amulett zurückzubekommen, bevor der Feind es außer Reichweite bringt. Ihr solltet zur Kaiserstadt zurückgehen. Baurus hat vielleicht etwas über die Meuchelmörder erfahren. Ihr findet Baurus in Luther Broads Pension im Elfengartenbezirk in der Kaiserstadt. Geht klar. Dann wollen wir das auch gleich mal machen. Richtet Baurus einen herzlichen Gruß von mir aus. Sagt ihm, er soll sich nicht die Schuld am Tod des Kaisers geben. Es war gut, dass er euch zu mir geschickt hat. Ja, es war gut, mein Freund, es war gut. Ja, Baurus, falls ihr euch noch erinnert, war einer der kaiserlichen Wachen ganz am Anfang, die mit uns und dem König mitgelaufen sind, die Eskorte des Königs. Und ja, und jetzt sollen wir mal gucken, ob er vielleicht noch zusätzliche Informationen haben könnte, wie wir an das Amulett kommen. Und deswegen gehen wir ihn besuchen. Und zwar sollte er irgendwo hier sein. Hier, soweit ich das richtig gehört habe. Holztür zu Luther Broads Pension. Also auch eine kleine Herberge. Auch wenn man denken würde, dass Baurus eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus hat. Ach, da ist er ja. Hat gar nicht mal seine Rüstung an. Setzt euch. Sagt kein Wort. Tut, was ich euch sage. Okay, er will vielleicht nicht auffallen. Dann setzen wir uns doch. Nochmal. Hör zu, ich werde gleich aufstehen und hinausgehen. Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen und ihr folgt dann ihm. Oh, interessant. Ein Spitzel wurde auf Baurus angesetzt. Ich habe Uriels Erbe gefunden, das Amulett ist im Besitz des Feindes. Ich denke, die Themen haben noch bis später Zeit, aber jetzt sind wir erstmal bereit, wenn ihr es seid. Gut, denkt daran, wartet ab, bis er mir folgt. Ich möchte sehen, was er tun wird. Gott. Er meint wahrscheinlich den Typ, der da liest. Oh ja, oh ja. So, dann wollen wir mal folgen. In den Keller. Ich schleiche. Wundert mich, dass er sich nicht umgedreht hat und uns bemerkt hat. Oh, WTF. Schleichschaden. Der feindliche Agent, der Baurus angegriffen hat, ist tot. Ich sollte herausfinden, was Baurus über unsere Feinde in Erfahrung gebracht hat. So. Mit dem Schleichangriff haben wir nochmal ordentlich Schaden gemacht. Ach ja, übrigens, kleine Zwischeninformation für euch. Ich habe unseren Bogen, unseren Elementarbogen Thunderstorm im Kaiserstadthaus liegen lassen und stattdessen nehme ich jetzt Schattenjagd mit, da bei beiden Bögen der Grundschaden gleich war. Und als Elementarbogen haben wir jetzt den Bogen der Kälte, falls es wirklich darum geht, richtig Schaden zu machen bei schwierigen Gegnern. So, ja, Baurus. Durchsucht ihn. Ich halte Ausschau für den Fall, dass seine Freunde in der Nähe sind.
Baurus, ist dir schlecht? Du siehst etwas grünlich aus. Hat dich wahrscheinlich der Kerl hier vergiftet. So, was haben wir da? Mythische Morgenröte. Okay, nehmen wir mal mit. Ich habe ein merkwürdiges Buch gefunden. Ich sollte es Baurus zeigen. Dann machen wir das mal. Hey Baurus, guck mal. Gute Arbeit. Übrigens, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr habt mich einfach in einem ungünstigen Moment erwischt. Was habt ihr herausgefunden? Die Meuchelmörder, die den Kaiser getötet haben, gehörten zu einem dätrischen Kult, der sich Mythische Morgenröte nennt. Sie verehren anscheinend den Dädra-Fürsten Merunes Dagon. Ich habe ihre Agenten in der Kaiserstadt verfolgt. Ich vermute, das haben sie gemerkt. Ja, sieht ganz danach aus, mein Freund. Ich habe Uriels Erbe gefunden. Talos sei Dank, er lebt. Martin Septim, sagt ihr. Wir werden ihm zum Thron verhelfen. Das ist die heilige Pflicht aller Klingen. Ja, so sieht's aus. Aber leider ist das Amulett im Besitz des Feindes. Und was machen wir da? Was? Sie haben es Joffrey weggenommen? Die Dinge stehen schlechter, als ich dachte. Und was machen wir als nächstes? An der geheimen Universität gibt es eine Gelehrte. Tamina heißt sie. Sie soll eine Expertin für dätrische Kulte sein. Bringt ihr doch einmal dieses Buch und fragt sie, was sie davon hält. Ich verfolge weiter die Spuren des Netzwerks der mythischen Morgenröte. Wenn ihr etwas erfahrt, findet ihr mich bei Luther Broad. Möge euch Talos leiten. Wer ist diese Dame, der wir das Buch bringen sollen? Wie gesagt, sie ist eine der hellsten Köpfe an der geheimen Universität. Soll alles über dätrische Kulte wissen. Na gut, ist gebongt. Ich hoffe, Tamina konnte euch etwas über dieses Buch erzählen. Das könnte genau die Chance sein, die wir brauchen. Konnte? Sie wird noch. Noch ist es nicht so weit. Ah, Moment, vielleicht hat der Kerl seine Waffe gedroppt. Nee, nicht Zinntasse. Oh, da steckt noch ein Pfeil von mir in ihm. Schade, kann ich nicht rausholen. Hier, Dingens, mach mal Licht an. Ach, der Kerl hatte, glaube ich, nur eine beschworene Waffe gehabt. Na gut, ist mir auch recht. Dann, das Buch. Hallöchen. Tatsächlich, Beschwörungsfähigkeit verbessert. Nice. Endlich, Beschwörungsfertigkeit verbessert. Was braucht ihr, Freund? Nichts. Das ist der Game Changer. Und du, was stehst du hier so rum? Mit deinem Hammer auf dem Rücken. Das ist doch deine Taverne, deine Herberge. Du sollst dich lieber um die Kunden kümmern und nicht mit dem Hammer in der Gegend rumstehen. Du jagst damit den Leuten Angst ein. So, jetzt aber erstmal. Geheime Universität. Ja, ich weiß, es ist immer noch in der Kaiserstadt, aber am anderen Ende, da müsste ich so weit laufen. Machen wir das lieber so. So. Ich höre euch zu, Bürger. Ich möchte dir aber nichts sagen, Magier. Ich höre euch zu, Bürger. Verdammt, ich glaube, sie ist da auf der anderen Seite, aber da können wir nur hin. Zumindest dachte ich, man kann da nur hin, wenn man die Eingangsquests gemacht hat, aber wir müssen da jetzt auch für die jetzige Quest hin. Ihr seid, hi. Was habt ihr für Neuigkeiten? Aber das ist. Ich habe gehört, hier wurden neulich ein verboten. Paar Goblins gesehen. Du, mach mir auf. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Wir haben noch gar nicht gesprochen. Nee, dich kann ich nicht darauf ansprechen. Hallo, dann Schüler. Du? Gibt es noch Auch nicht. Merkwürdig. Besucht mich doch später noch einmal. Ich helfe euch gern. Übrigens, Drassa, meine Grüße. Hier darf ich nicht durch. Die sind unmöglich. Hallo, unmöglich Hofmann, zu öffnen. Ja. Na gut, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Moment, die Karte zeigt. Halt, wo zeigt uns dieses Ding hin? Hallo, Schüler. Ah, jetzt bist du da. Ah, zum Glück. Die ist auf Patrouille und immer ein bisschen unterwegs. Ja, dann Hallöchen. Ah, ihr müsst der sein, über den ich die Nachricht erhielt. Wie kann ich euch helfen? Ah, ich habe hier ein Buch. Ihr kennt sie? Einer der geheimnisvollsten und verschlossensten aller dädrischen Kulte. Es ist nicht viel über sie bekannt. Sie folgen den Lehren von Mankar Kamuran, den sie ihren Meister nennen. Selber eine schattenhafte Gestalt. Ich habe eines ihrer Bücher gefunden. Ah ja, Erläuterungen zum Mysterium Xerxes, herrlich. Ihr habt also ein wissenschaftliches Interesse an den dädrischen Kulten? Klar, natürlich. Nach ihnen suchen, wie?
Dort würde ich meine Nase nicht tiefer hineinstecken. Offizielle Angelegenheiten und so. Ich arbeite schon lange mit den Klingen zusammen. Keine Sorge. Sagt nichts mehr. Auf jeden Fall dürfte es nicht leicht sein, sie zu finden. Ich habe selbst ein wenig in den Schriften von Mankar Kamoran gelesen. Zumindest in denen, die ich auftreiben konnte. Aus dem Text wird klar, dass es 4 Bände der Erläuterungen von Mankar Kamoran gibt. Aber ich habe bislang nur die ersten beiden gesehen. Ich glaube, dass der Text versteckte Hinweise über den Ort enthält, an dem sich der geheime Schrein der mythischen Morgenröte für Merunes Dagon befindet. Wer diesen verborgenen Weg findet, erweist sich als würdig, in die Reihen des Kults der mythischen Morgenröte aufgenommen zu werden. Die Suche nach dem Schrein ist die erste Prüfung. Wenn ihr ihn finden wollt, braucht ihr alle 4 Bände der Erläuterungen. Na gut, und wo kann ich diese finden? Hier. Ihr könnt Band 2 aus der Bibliothek haben. Geht bitte vorsichtig damit um. Oh, okay, danke. Wie gesagt, den 3. und 4. Band habe ich noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Fragt doch bei der Erstausgabe nach, drüben im Marktviertel. Fincias, der Eigentümer, kümmert sich besonders um fachlich versierte Sammler. Vielleicht hat er eine Idee, wo er diese Bücher herbekommen kann. Wahrscheinlich. Gute Idee. Na gut, dann wollen wir das gleich mal machen. Aber wer ist dieser Mankar Kamoran? Wer ist das genau? Das mutmaßliche Oberhaupt des Kultes der mythischen Morgenröte. Er hat die berüchtigten Erläuterungen zum Mysterium Xerxes verfasst. Die Erläuterungen entstanden zu Lebzeiten von Tiber Septim, vor über 400 Jahren. Es ist also recht unwahrscheinlich, dass er noch lebt. Doch man kann nie wissen. Ja, man kann nie wissen. Vor allem bei Anführern von Gesellschaften. Da weiß man nie, wo die sich noch rumtreiben und wie lange. Und was kann sie uns zu dieser Buchreihe sagen, die von Mankar geschrieben wurde? Die heilige Schrift des Kultes der mythischen Morgenröte. Das Buch soll von Merunes Dagon selbst geschrieben worden sein. Falls es tatsächlich existieren sollte, wäre es ein Artefakt von gewaltiger und böser Macht. Oh nein, oh nein. Es war schön, mit euch zu sprechen. Ja, war auch schön, mit dir zu sprechen. Und tschüss. So, gut, dann wollen wir zur Erstausgabe im Marktviertel gehen. Dort, wo wir auch unser Buch Artefakte aus Tamriel gekauft haben. Und dann gleich mal den Kerl befragen zur Buchreihe der mythischen Morgenröte. Und nebenbei noch ein bisschen den Sonnenauf- oder Untergang genießen. Untergang. Ein Mond? Ich dachte, ich hätte 2 Monde gesehen. Na gut, dann wird es wohl nur bei einem Mond bleiben. Auch wenn ich mir sicher bin, dass Oblivion mehrere Monde hat. Na gut, das ist jetzt erstmal Wurst, Jacke wie Hose. Was ist los? Nichts ist los. Hört auf, mich immer alle anzusprechen. Ich bin nur Passagier. Ich passiere nur. Ich möchte nichts Näheres über euch wissen. Ihr seid alle komisch. Gut, gehen wir einfach mal hier lang. Ah, Arena. Ja, das klingt gut. Gut, gut, gut. Von der Arena müssten wir eigentlich relativ locker zum Marktviertel kommen. Oh, ich bin noch nie von diesem Winkel aus zur Arena gelaufen. Ach, guck mal einer an. 2 Trainierende. Wie geht es? Salith und... Wie lautet eure Geschichte? Branwen! Ich glaube, das war die Tochter von Orwen, von diesem Schlachtmeister da drin, der uns die ganze Zeit gecoacht hat, als wir noch zur Arena gegangen sind. Hat sie uns vielleicht etwas zu sagen?